Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reuss, Folge 575, wenn ich mich nicht irre. Und Samuel ist hier gerade wach geworden und hat Hunger und deswegen kümmert sich David gleich um ihn. Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe diese Folge ja schon mal aufgenommen und dann aber vergessen, den Ton aufzunehmen. Yay, weil ich ja immer wieder wechsle zwischen, keine Ahnung, Hausbau und solchen Dingen. Und irgendwas ohne Ton aufnehmen und dann wieder Sachen mit Ton aufnehmen und ja. Deswegen ist das leider ein bisschen gefailt, obwohl es eigentlich eine ganz gute Folge war. Deswegen hoffe ich, dass die tatsächliche, die ihr auch sehen werdet mit Ton, dass die auch ähnlich gut wird. Wir werden es sehen. Ja, genau. Wenn den Kleinen jetzt erstmal zum Frühstück schicken, dann kann David auch selber frühstücken. Ja, sag mal, wir sind doch da jetzt. Alles ist gut. Okay. Alexandra. Dann schicken wir den Kleinen mal nach hier unten. In den hohen Stuhl setzen. Und ich habe Amelie noch ein paar, also die Outfits noch ein bisschen geändert. Und ich habe sowohl Amelie als auch mir dieses Trauer-Moodlet gegeben, weil ich finde das einfach angemessen dafür, dass Leon letzte Folge gestorben ist. Ich finde das sehr schade, sonst würden irgendwie die Sims das gar nicht so, ja, gar nicht so durchmachen, irgendwie die Trauer. Genauso wie Sophia, die war ja vorher noch traurig von Flame und hat jetzt auch nochmal die 2 Tage hier bekommen. Ja, da hören wir es auch gerade. Na. No. Genau, und genau, du musst ja nochmal 4 Stunden angestrengt trainieren und die Methode schneller Sprint 3 Stunden verwenden. Dann würde ich sagen, können wir hier ja mal ein bisschen trainieren und zwar im schnellen Sprint. Und da ist mir dann auch schon aufgefallen, dass sie ja hier Marathonläufe hat. Nee, nicht Marathonläufer, wobei das auch interessant ist, weil man dadurch ein gesünderes und längeres Leben hat. Das, was auch heißt, dass Sophia wahrscheinlich deutlich länger lebt. Und sie ist aber auch Fitnessverrückte. Das heißt, sie ist so fit, dass sie ein Ausdauertraining nicht mehr ermüden kann. Das heißt, selbst wenn wir hier den schnellen Sprint wählen, kann sie ewig daran trainieren, bis sie, keine Ahnung, zu viel Hunger hat oder so. Das ist schon ziemlich krass. Genau, und denke mal, das war irgendwie beim Monat Let's Play auch mit Armin der Fall. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob er das auch hatte. Aber das könnte ich dann auf jeden Fall verstehen, dass er dadurch irgendwie. Nee, nicht mit Armin, mit Ryan. Dass er dadurch halt so lange bei diesem Klimmzug-Dingens hier ausgehalten hat. Wobei ich das hier nicht unbedingt als Ausdauertraining bezeichnen würde. Für mich ist das eher Krafttraining, wenn man ja die Armkraft dann trainiert. Aber okay. Ganz wie man will, ne? So, die anderen schlafen noch ein bisschen. Mia ist gleich wach. Und wir sollten ja auch mal Wäsche waschen heute. Ja. Guten Morgen, Mia. Oh, sie möchte mit Francine Freunde fürs Leben werden. Wie lieb. So, hast du ihm Essen gegeben? Sehr gut. Dann kannst du jetzt selber noch ein bisschen arme Ritter essen. Und du kannst mal das Bett machen, dich umziehen. Oh, Franklin schnauzt mir an. Hatten wir das nicht letztens schon, dass er, weil wir ja auch Franklin angeschnauzt haben, er natürlich auch sauer auf uns ist, was ich absolut verstehen kann. Was macht Nacho hier drin? Nein, Nacho, nein. Nicht aus dem Napf fressen, hier kauen. Hat er sowieso eigentlich diesen Kauknochen da mal weggenommen. Wie sieht's bei dir aus? Ganz gut. Du kannst nämlich hier aus dem Napf fressen und kratzen. Ihr seid alle noch am Schlafen. Okay. Das passt. Du möchtest mal Wäsche waschen. Kein Problem. Aber wir werden sie jetzt einfach mal diese 4 Stunden trainieren lassen und danach kann sie ja duschen gehen und sich um andere Sachen kümmern. So. Na, da ist der Kleine. Muss noch gebadet werden. Nochmal aufs Töpfchen. Das passt. Okay. Aufräumen brauchst du nicht. Wir nehmen Samuel mal hoch. Und dann gehen wir mal. Ah, nee, können wir nicht. Genau, wir können ihn direkt hier baden. Und dann können wir ihn da absetzen. Können. Nee, das brauchen wir nicht leeren. Und dann würde ich
Meine Güte, meine Stimme. Bin vor nicht allzu langer Zeit aufgewacht und das ist das Erste, was ich heute rede. Genau. Kannst du das mal machen? Und er kann dann schlafen. Und wollten wir nicht heute auch mal diese Heimbesuche ausprobieren? Das können wir gern machen. Dann würde ich sagen, sollst du dich danach umziehen? Vielleicht mal in deine Arbeitskleidung. Und dann können wir mal am Handy hier Nachkontrolle des Patienten vornehmen, einen Hausbesuch machen. Das finde ich irgendwie cool. So. Und genau, Amelie schläft noch ein bisschen. Mia ist wach, die kann mal aufräumen. Und dann wollten wir auch auf jeden Fall auch noch heute Francine einladen. Ich würde aber gern vorher noch dran arbeiten, vielleicht Charisma zu verbessern. Wie geht's denn der Katze? Der Katze geht's gut, dem Hund eigentlich auch. Ich kann dir hier noch mal was futtern. Ja. Und den Pferden geht es eigentlich auch gut. Vielleicht kann sie aber auch ein bisschen mit der Katze spielen. Das wäre eigentlich auch mal schön. Loben wir die Katze mal. Können Leckerchen geben. Weil eigentlich, ne, ist sie ja eine Tierfreundin. Das heißt, sie sollte eigentlich gerne mit Tieren sich beschäftigen wollen. So, wie weit sind wir denn hier? Oh, 2 Stunden. Die Hälfte schon mal geschafft. Genau, die Arbeit möchte ich gerne ausführen. Begib dich zum Haus von Abby Heinze, um dich persönlich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen. Abby ist bereit für die Nachuntersuchung. Yep, da gehen wir mal los. So, der Kleine sitzt hier, kann dann das Töpfchen benutzen. Kann danach hier mal ein bisschen mit den Bauklötzen spielen. So. Da können wir die Wäsche auch mal reinpacken. Okay. Geht's dem Hundi so? Gut. Der kann ja mal ein paar Sammelobjekte schnüffeln. Hi. Mistkätzchen. Vielleicht wollen wir dann nochmal reden. Nochmal loben. Was ist hier eigentlich? Was macht die ganze Zeit Sound eigentlich? Ach, der Fernseher. Den können wir auch mal ausschalten. Ja, genau. Abby kommt jetzt vorbei. Das hier können wir mal verkaufen. Das steht da ein bisschen schlecht. Du kannst dann aufstehen, dich umziehen und heute wird es ja warm, oder? Ja, 18 Grad. Und dann kannst du mal Pilzomelett essen und wir schauen mal zu David. Was? Der ist so schnell hier drüben gewesen? Okay, krass. Den habe ich doch vor 2 Sekunden erst dahin geschickt. Nicht schlecht, ey. So, wir können sie ja mal freundschaftlich begrüßen. Und dann können wir die Nachuntersuchung vornehmen. Ich finde, so eine Begrüßung wäre schon wichtig. Da ist Camille. Largo. Jim. So, Effizienz ist das Schlüsselwort, wenn es darum geht, in unserer schnelllebigen Welt sein Training beizubehalten. Der schnelle Sprint ist stets die richtige Wahl für ein kurzes Workout, besonders wenn es dir hilft, deine Fitness auf Vordermann zu bringen. Gerne. Aber wie gesagt, ich möchte hier gern das hier noch abschließen. Okay. Okay. Finde ich irgendwie cool, ne? Dass man als Arzt dann auch einfach zu den Leuten nach Hause kommen kann und mal gucken kann, so nach einer OP oder sowas, ob alles noch in Ordnung ist. Der Blick so. Oh, ja, das. Ah, sie scheint ein bisschen schwindelig, aber er sagt, es ist alles okay. Okay. Deine Untersuchung ist abgeschlossen. Du hast deine Prognose früh genug gestellt, um eine gute Behandlung folgen zu lassen. Gut gemacht. Yay! Okay. Macht überhaupt keinen Sinn, aber egal. Okay. Wollen wir nochmal einen Hausbesuch machen, wenn wir schon mal dabei sind, oder? Ich finde das irgendwie eine coole Sache, dass man das machen kann. Ach so, wir haben keine mehr. Ah, okay. Das heißt, man hat die immer nur manchmal, wenn irgendwie jemand krank war oder so. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht.
Aber finde ich generell cool. Oh, mir fällt gerade auf, er ist ja mega müde noch, weil er so früh sich um Samuel gekümmert hat. Da sollten wir ihn mal wieder ein bisschen schlafen lassen. So, genau. Du gehst frühstücken. Was macht die gute Mia? Die kann vielleicht mal sich hier fertig machen. Auf Toilette gehen und duschen. Denn wir wollen ja Francine zu uns einladen heute. Okay, warten wir noch mal ein bisschen kurz auf unsere Mutter, bis sie vorbei ist. Die braucht den Platz der Treppe. So. Ja. Genau, Charisma-Fähigkeiten können wir dann noch ein bisschen verbessern. Okay, und dich schicken wir mal ein bisschen schlafen. Das habe ich, wie gesagt, total vergessen. So, dass wir auch noch machen sollten. Das kannst du dann danach aufräumen. Und dann würde ich dich eigentlich bitten, mal die Wäsche zu machen. Wir haben hier doch. Ah ja, genau, Kleidung in den Trockner geben. Und dann können wir das andere auch noch machen. So, was machen die Pferdis denn gerade so? Du spielst mit dem Pferdeball, das ist ja in Ordnung. Du solltest hier vielleicht mit dem Pferdeball spielen. Und du kannst dann gleich auch noch was trinken. Das sollte passen. Du kannst danach hier nochmal kauen. Okay. Also so schlecht haben sie sich bisher noch nicht umeinander gekümmert. Was ich halt nur immer nicht mag, ist, dass die Pferde herumgaloppieren und dann halt so auf dem Hof so ganz eigenartig immer da rumlaufen. So, du hast eigentlich genug trainiert für heute. Dann kannst du auch noch mal Reste essen. Pilzomelett vielleicht. So. No, und alle sind hier traurig, alle gleichzeitig fast. No. Ja, aber wie gesagt, ich find das schon angemessen dafür, dass halt Leon, den wir schon Ewigkeiten bei uns haben, dass der von uns gegangen ist. Das letzte Mal habe ich das irgendwie ganz cool gemacht, als ich die Folge jetzt schon mal aufgenommen habe. Da sind wir irgendwie galoppiert und dann genau da, wo Sophia mit Aragorn, glaube ich, gelandet ist, war da ein Vogel. Da ich das jetzt aber nicht so tun will, als ob ich das wieder hinkriege, gehen wir jetzt einfach mit Amelie hierher. Weil dieser Vogel ist ja nicht wunderschön. Moment, ich muss ihn euch zeigen. Dann habe ich nämlich diesen Vogel hier entdeckt. Guckt euch den mal an, wie schön der ist, oder? Ich will den haben. Es ist ein großer Vogel, den können wir auf unseren Vogelbaum stellen, den wir eh schon da haben. Das war halt voll cool. Deswegen finde ich es auch so schade, dass wir das irgendwie nicht, dass ich das halt ohne Ton aufgenommen habe, weil das so cool war, einfach plötzlich da hingegangen zu sein mit dem Pferd. Irgendwie Aragorn, beziehungsweise sie ist halt irgendwie sogar abgesattelt von Aragorn und aus welchem Grund auch immer. Und dann war da halt einfach plötzlich dieser Vogel direkt neben den beiden. Das fand ich so cool. Ich meine, wie man gesehen hat, direkt neben dem Grundstück. Also es ist ja nur hier drüben. Aber ja, das fand ich so cool. Ich habe diesen Vogel noch nie gesehen und ich finde ihn voll schön. Und ich hätte den super gerne in unserer Familie. Deswegen holt den Amelie mal kurz. So, genau. Du schläfst noch ein bisschen. Guck mal, das fühlt sich doch ziemlich gut auf. Mia redet hier. Was können wir denn heute sonst noch so ein bisschen machen? Hausaufgaben hast du ja abgeschlossen. Möchte auf jeden Fall morgen dafür sorgen, dass wir auch rechtzeitig in der Schule sind. Genau, Becky ist ja unsere Freundin fürs Leben. Und ja. Yay! Wir haben ihn gefunden, den Vogel. Dann kannst du eigentlich auch wieder nach Hause gehen, oder? Brauchst du noch irgendwas? Nee, ich würde eigentlich sagen, dass wir dann wieder nach Hause gehen und zu Hause dann mal ein bisschen an Schach arbeiten, also an der Logikfähigkeit. Ein bisschen Schach spielen. So, okay. Genau, du kannst dann nach Hause kommen, dann können wir hier den Vogel weglegen.
Kannst du hier mal das Bett machen? Oder können wir erstmal gucken, ob der noch was braucht? Wobei, wir könnten ja dem Kleinen auch mal ein bisschen Laufen beibringen, ne? Aber vielleicht kann das ja mal Sophia machen. Beziehungsweise Sophia könnte sich aber auch mit den Pferden beschäftigen, ne? Hier, wir gucken einfach mal gleich. Genau, du bist dann am Grasen. Dann kannst du hier reingehen, kannst noch mal ein bisschen grasen. Wie sieht es bei dir aus? Du kannst auch ein bisschen grasen. Dann würden wir vielleicht uns mit Romina ein bisschen beschäftigen. Das können wir ja machen. So, kannst ja mal die Eier einsammeln und die Hühner füttern. Und ich sehe gerade, wir haben hier noch von Flame den Grabstein. Ich dachte ja auch, also ich hätte auch eigentlich gern den von Leon gehabt, aber ja. Keine Ahnung, der ist irgendwie im Äther verschwunden. Wenn ihr wisst, wie man den wiederbekommt, sagt Bescheid. Ansonsten gucken wir mal. Genau. Kriegt er hier seinen Grabplatz neben Salira und Toffee. Und genau. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Dann kannst du mal hierher kommen. Zu Romina. Beziehungsweise seit hier hinkommen. Okay, oder müssen wir nochmal die Ställe? Nee, Ställe sehen eigentlich gut aus. Ich glaube, haben wir ja letzte Folge gemacht, oder? Bin ich sicher. Genau, du spielst mit dem Pferdeball, du grast hier noch ein bisschen und danach kannst du halt eben auch mit Aragorn dich beschäftigen. Das hast du eh als Wunsch, das passt also. So, du kommst wieder nach Hause, du schläfst noch ein bisschen, musst aber nicht so lange noch schlafen. Und du verbesserst hier noch deine Fähigkeit. Das klingt nach Amelie. Yay! Der Vogel, der ist so cool. Oder? Ich weiß nicht, geht's nur mir so? Aber ich finde, guck mal, wie schön der aussieht. Moment. So. Wie schön der ist. Ich finde den toll. Könnt mir auf jeden Fall Namensvorschläge für den da lassen. Also sieht halt aus wie eine Eule, finde ich. Und wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, wie wir die Eule nennen wollen, gerne. So, du möchtest die Katze streicheln, das können wir gerne machen. So. Und du kannst mal das Bett machen, dich umziehen. Und dann können wir uns mal um den Kleinen kümmern. Weil wir haben ja auch den Wunsch, ihm Laufen beizubringen. Und das ist doch eigentlich eine gute Idee dann. Und jetzt hat er hier seinen Platz auf dem Vogelbaum. Yay! genau, wir können mal das Futter von ihm nachfüllen. Und dann können wir mal Bett machen und die Wäsche waschen. Du bist immer noch hier mit beschäftigt. Wie geht's dem Hundi hier eigentlich? Der braucht mal ein bisschen Beschäftigung. Du kannst eigentlich noch mal ein bisschen an Beute ranschleichen. Und vielleicht kann Mia dann ja mal hier runterkommen und sich mit Nacho beschäftigen. Ach ja, und Sophia, wenn du schon mal hier bist, kannst du nicht da auch noch mal... Wir haben kein Gourmetfutter mehr! Oh mein Gott. Krass, wir haben kein Gourmetfutter mehr. Ja, aber erstmal kümmern wir uns um Romina. Ich glaube, ja, der geht's gut genug sonst, aber die braucht halt Beschäftigung. Und deswegen können wir sie mal loben, anflüstern. Obwohl, können wir sie auch einfach futtern lassen, während wir Gourmetfutter machen? Ich glaube, das wäre mir wichtiger. Man braucht Nacho ja was zu essen und Hugo auch, ne? Hätte ich das mal vorher gesehen. Na, jetzt haben wir hier wieder einen Vogel rumfliegen. Wie cool. So, wo ist denn Nacho? Hier. Genau, dann können wir mit dem ein bisschen spielen. Können wir den mal ein bisschen bürsten. Lumpf ist verspielt sein. Reden. Braucht er noch Futter? Ja, wir können ihm auf jeden Fall ein Leckerchen geben. Und dann können wir auch ein bisschen spielen. So, genau. Du solltest hier mal Wäsche machen.
Dann können wir die saubere Wäsche hier auch holen. Und hier haben wir auch noch Post. Sonst noch irgendwas? Nö, sieht eigentlich gerade gut aus. Dann würde ich Samuel hier absetzen und dann können wir ihm auch direkt beibringen zu laufen. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass er jetzt nur hier so wenig Platz hat, der Vogel, ne? Weil er hat jetzt nur diesen Raum, in dem er fliegen kann. Vorher hatten wir unseren Vogel ja hier unten drin, da hat er deutlich mehr Platz. Ich weiß halt nicht, ob ich den dann lieber hier reinstellen will, aber eigentlich mag ich das, dass der hier steht. Bin mir noch nicht ganz sicher. Mal sehen. Oh, ich finde den so süß. Wir können natürlich auch einfach hier irgendwie die Wand ziehen, anstatt da. Und dann hat er hier noch ein bisschen mehr zum Fliegen. Weiß ich noch nicht genau. So, was macht Sophia? Genau, die macht das. Was macht Romina denn gerade so? Vielleicht magst du hier noch mal ein bisschen grasen? Wo ist denn Aragorn jetzt schon wieder hin? Ach so, du bist da hinten, okay. Ja, nee, das geht sogar. Aber geh mal bitte dahin und du kannst bitte hier hingehen. Wieder alle auf einem Haufen hier, die Pferde. Statt euch mal so ein bisschen zu verteilen, ne? Nee, nee. Los nicht. Okay. Sophia heult, das klar heißt, sie ist fertig mit ihrer Sache. Dann kannst du mal hier hin. Und dann, wie gesagt, Romina mal ein bisschen anflüstern, Hals kraulen, umarmen. Und dann mal aufsetzen. Und dann können wir vielleicht mal ein bisschen rumgaloppieren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Derweil spielt ihr beiden hier. Na, no, ihr lernt laufen. Die Katze ist hier vorne auch beschäftigt. Alles klar. So. Okay. Er hat jetzt Chancen, seltenere Käfer zu finden. Yay. Ah, und du möchtest ja noch ein bisschen tanzen gehen. Wollen wir sie heute mal ein bisschen schwanger tanzen lassen? Ich meine, das spricht ja eigentlich auch nichts dagegen. Außer, Moment, dass ich vergessen habe, ihr eine gute Abendkleidung zu geben. Besser gesagt, hatte sie ja schon eine gute Abendkleidung von der letzten Schwangerschaft. Aber die habe ich ihr noch nicht wieder gegeben. Ja, vielleicht gehen wir mal ins Wellness Center. Das können wir uns ja hier auch mal gönnen, während wir da sind. Hier. Und danach können wir ja mal hier hingehen. Technobella besuchen, mal schauen. Was ich auch gerne heute machen würde, wir könnten ja mal mit David schauen, was für ein Geschlecht das Kind hat, das nächste Kind. Und dann könnt ihr entsprechende Namensvorschläge machen. Das machen wir dann aber erst, wenn wenn wir das halt entsprechend rausgefunden haben. Ja, genau, hier, anschmiegen. Und Taktknüpfen, beschnüffeln. Und Taktknüpfen. Sehr gut, genau so. Und dann könnt ihr gerne noch ein bisschen Pferdespiel machen. Und dann kannst du noch ein bisschen grasen. Oh, Mia ist auch traurig. So, Hundi geht's eigentlich gut jetzt. Der kann mal ein bisschen pieseln, genau. Katze kann auch noch ein bisschen spielen. Und ich würde sagen, vielleicht kannst du dann schon mal Francine einladen. Wobei, genau, arbeitest du nicht heute? 18 bis 21 Uhr. Wir können sie aber trotzdem einladen. Und dann, ja, gehen wir ja trotzdem zur Arbeit. Klingt irgendwie nicht so cool, aber ja. Dann können wir die in den Trockner geben. Übrigens, der Grund, falls ihr euch manchmal wundert, der Grund, warum ich die nie auf die Wäscheleine hänge, ist, dass die gar nicht wirklich zugänglich ist. Da versperrt hier das Auto den Weg leider. Das war ursprünglich schon so, als ich das so gebaut habe. Und dann, als ich das nochmal hier in Salmon Woods neu platziert habe, das Grundstück, habe ich dann vergessen zu ändern. Und dachte mir einfach, okay, dann lasse ich es jetzt halt so. Okay, Francine kommt gleich mal rüber. Sehr schön, haben wir sie schon mal eingeladen. Das ist doch gut. Und vielleicht können wir ihr halt nochmal kurz Hallo sagen und so. Bevor sie dann arbeiten gehen muss. Dann gehen wir mal hier hin danach. Da ist sie, glaube ich, schon, oder? Ja, da kam sie aber schnell her.
Kommen die Sims heute alle schneller her, als man denkt? Ah, oh, jetzt sind sie in der Gruppe. Naja. Dann können wir sie ja vielleicht mal verliebt umarmen. Sie ist ja jetzt unsere Freundin nach dem Schulball, den wir hatten. Vielleicht wollen wir dann danach, können wir sie auch irgendwie David vorstellen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Genau, die Fahrgemeinschaft kommt dann bald. Diese Katze, die ganze Zeit nur diese Katze da hinten. vielleicht wollen wir was Kleines essen. Wir haben doch so Kuchen und so, oder? Haben wir noch Kuchen? Oh nein, wir haben keinen Kuchen mehr. Doch, wir haben noch davon so ein bisschen, so zwei Stück Geburtstagstorte. Wir können die ja mal hier hinstellen. Kannst du ja vielleicht mal ein Stück essen. Vielleicht will sie ja auch ein Stück essen. Weil so ein wirkliches Date werden wir nicht haben. So. Okay. Lassen wir den Kleinen mal ein bisschen hier. Was macht sie jetzt? Oh, ich dachte, sie würde vielleicht auch Geburtstagstorte essen. Das wäre natürlich praktisch. So, du kannst mal hier auf Toilette gehen. Hat der Kleine eigentlich irgendein Spielzeug im Inventar? Nee, ne? Hat Mia nicht noch irgendein Spielzeug? Was wir ihr geben könnten? Naja, das ist eher so Deko-Spielzeug. Das möchte ich ihm eigentlich nicht unbedingt geben. Wir haben doch hier bestimmt was drin, oder? Ja. Oh, wir haben... Oh mein Gott, wie viel Spielzeug wir da drin haben. Dann kann der Kleine hier mal mit dem Drachi spielen. Warum haben wir denn da so wahnsinnig viel Spielzeug drin, ey? So, du kannst dann mal ein bisschen ausreiten mit Romina. So, euch beiden geht es scheinbar auch sehr gut. Das freut mich. Okay, vielleicht mögt ihr euch noch mal ein bisschen pflegen. Wir können übrigens immer noch keine Folie machen. Wir haben jetzt genau die Haushaltsgröße und darüber hinaus auf normalem Wege. Also über normales Gameplay können wir das leider nicht machen. Muss immer noch Mods nehmen. Was mich ein bisschen nervt, aber andererseits, ne? Unser Haushalt ist halt jetzt auch so groß, ne? So, vielleicht magst du auch ein bisschen Kuchen essen dann, wenn deine Freundin nicht will. Was macht sie eigentlich so? Ist sie nicht irgendwie hier reingegangen oder wo ist sie hin? Ist sie nach oben gegangen? Wo ist sie? Müssten wir die nicht eigentlich gut sehen? Ah, die spielt im Sandkasten. ja, wir können ja auch mal ein bisschen abhängen, die paar Minuten oder so. Und danach müsstest du halt auch mal zur Arbeit. So, jetzt könnt ihr beiden ein bisschen galoppieren. Oh, und da spielt Nacho mit dem Ball. Na. Das ist auch süß, oder? Die beiden hier. Könntest du mir so ein kleines bisschen uns damit hinsetzen und spielen? Ist sie kindisch? Kann das sein? Kennen wir das schon von ihr? Nee, wir kennen auch gar nichts von ihr. Kann durchaus sein, dass sie kindisch ist, oder? Wenn sie da im Sandkasten spielt? Okay. Ich weiß nicht, wahrscheinlich müssen wir jetzt die Verabredung beenden, damit sie auf Arbeit gehen kann. Aber ja, passt schon. So, der Kleine braucht vielleicht auch nochmal was zu essen. Den könnten wir dann mal hier in den Hochstuhl setzen. Genau, wie sieht das jetzt aus, oder? Das sagt doch jetzt bestimmt Verabredung beenden, oder? Hä? Okay, wir beenden mal die Verabredung und dann... Ja, wir haben nicht besonders viel Zeit verbracht, ich weiß. Hä? Was? Ach so, du musst hier zur Schule... Ich habe jetzt nur Schule angeklickt. Derzeit kein Unterricht. 8-mal. Ja, sorry. Wo geht sie jetzt hin? Sag mir nicht, sie geht nach Hause. Oh nein, sie geht nach Hause.
Aber wir wollten noch, dass du hier übernachtest. Ach so, okay, doch, sie kommt. Sie kommt mit. Können wir sie vielleicht danach reinrufen oder sowas? Oder mit ihr reden einfach? Gut, genau. Du bist ja jetzt im. Warum reitet ihr nicht einfach aus, ihr beiden? Hallo? Wo seid ihr denn? Mitten im. Ja, okay, so weit weg seid ihr jetzt auch nicht. Ich verstehe nicht, warum das Ausreiten in dieser Welt nicht so gut funktioniert. Die hören dann irgendwie nach kurzer Zeit einfach wieder auf. Dann lassen wir sie mal ein bisschen traben. Vielleicht funktioniert das dann besser. Wir müssen sie halt nicht so schnell ausreiten. Ich fände das nur an sich cooler, aber wer weiß, wie das für die Pferde ist. So, wir haben hier Sebastian zum Beispiel. Wir können ihr mal nach seinem Tag fragen. Wenn wir unsere Schwangerschaft verkünden. Über die Familie reden. Nein, ich will kein Foto machen lassen. Nach seinem Tag fragen immer noch. Die Schwangerschaft verkünden und über die Familie reden. Genau, wir können ihn noch ein bisschen kennenlernen. Der ist ja Grundschullehrer. Ein bisschen Witz über die Arbeit machen. Und ihn einmal freundschaftlich umarmen und dann kannst du vielleicht auch mal hier reingehen und dann können wir unten ein bisschen tanzen gehen. Genau, da ist McGrath hier und ja, sonst ein paar Leute. Wir werden jedenfalls keine Drinks trinken gehen. Alter, was macht ihr denn? Könnt ihr vielleicht mal, keine Ahnung, hier reiten, Galopp oder so. Ich sag ja, irgendwie funktioniert das leider nicht mehr so gut mit dem Ausreiten. So, vielleicht magst du ein bisschen pürierten Herbstsalat haben. Und danach können wir auch mal. Oh nein, wo ist sie hin? Ist sie nach Hause gegangen? Oder ist sie noch hier? Müssen wir das nicht sehen können, ob sie Besucher ist? Ja, okay, wir haben keine Besucher mehr. Schade, sie ist nach Hause gegangen. Ja, so war das natürlich nicht geplant. Ich wollte sie eigentlich mal hier übernachten lassen. Wir können sie ja dann nach der Arbeit vielleicht doch nochmal fragen, ob sie bei uns übernachten will. Genau, nochmal nach Hause einladen. Aber kann natürlich sein, dass sie um die Uhrzeit dann doch nicht mehr will. Mal sehen. Okay, gibt es noch irgendwas, was wir sauber machen können hier, während wir auf den Kleinen warten? Nö, scheinbar nicht. Der sollte dann auf jeden Fall zum Wettkampf im Körbe. Ah, doch, sie ist noch da. Ja, hey. Dann können wir sie ja mal nach drinnen einladen. Das wäre doch mal eine Idee. Genau, wenn ihr schon mal auf dem Weg seid dahin zu galoppieren, könnt ihr eigentlich auch ein Turnier machen. Du möchtest ein internationales Rennturnier gewinnen. Okay. Dann können wir. Oh, es findet heute gar keine Show statt. Ist das sonntags immer. Sonntags immer 12 Uhr oder sowas? Kann das sein? Gut, dann reiten wir mal wieder nach Hause. Du brauchst nicht schlafen. Kannst du nicht hier irgendwie mit dem Pferdeboy spielen und grasen und trinken und grasen oder so? Und Aurora, du hast hier auch einen Pferdeball, bei dir sieht das genauso aus. Bitte kümmert euch mal um eure Bedürfnisse ordentlich. Dieses Pferd will nichts anderes machen als schlafen, ne? Faule Pferde sind keine gute Idee, ey. Okay. Wenn wir sie mal kennenlernen. Wir können sie mal nach ihrer Karriere fragen, jedenfalls. Und danach sollten wir auch wieder zum Kleinen gehen. Nochmal ein bisschen kitzeln und dann gehen wir nach hier oben. Der muss nämlich dann nochmal aufs Töpfchen. War der nicht erst? Keine Ahnung. Naja, Kleinkinder. Okay, dann brauchen wir sie auch gar nicht nach Hause einladen. Stimmt ja. So, ihr kommt wieder nach Hause. Im Galopp nehme ich mal an. Und Romina geht es ja sonst eh super. Soweit ich weiß, Francine war, glaube ich, arbeitslos. Aber ist ja auch kein Problem. So, gucken wir mal. Ja,
Weil es ja eben nicht schon genug gehangen hat. Muss es direkt eine Sekunde später weiterhängen. Yay. Funktioniert gerade sehr gut. Okay, und jetzt? Ja, genau, sie ist arbeitslos. Da kommt Sophia wieder. Pass auf, da kommt gleich ein Pferd durchgeritten. Lieber mal ein bisschen Abstand halten. Du kannst mal hier aus dem Napf futtern, vielleicht noch mal ein Sammelobjekt erschnüffeln und dann eigentlich schlafen gehen. Was macht die? Ja, die Katze kann mal aufhören, herumzurennen. Das wäre vielleicht besser. Genau, du möchtest ja hier unten ein bisschen tanzen. Okay, wir haben hier scheinbar so ein paar Leute angelockt. Können wir Sebastian herbeirufen? Nee, schade, leider nicht. Dann tanzen wir einfach alleine ein bisschen. Wir wollen ja hier 3 Stunden tanzen. Die kriegen wir ja wohl hin. Oh, kommt lieber hier oben hin. Ich meine, wir könnten auch hier oben tanzen, ne? Aber irgendwie finde ich unten cooler. Ah, da ist Abby, bei der wir heute zu Hause waren, um da die Nachuntersuchung zu machen. Kommt der gerade nicht eh nach unten? Ich glaube ja. Dann können wir ihn auch gleich quasi bitten, mit zu tanzen. So. Okay, das mal. Okay. Nicht ausreiten. Absteigen. Und magst du dann mal die saubere Wäsche holen? Genau. Du kannst danach hier trinken und grasen. Wir setzen den Kleinen mal hier ab. Und dann kannst du eigentlich ein bisschen Schach spielen. Hier, benutzen wir das Töpfchen. Oder wir können uns auch mal hier ein bisschen mit dem Vogel beschäftigen. Ihn zumindest mal beobachten. Genau, dann können wir auch ein bisschen Schach spielen. So, und Sophia, was machen wir mit der? Genau, das mit der Schule wollen wir auch noch machen. Wie geht's der Katze denn so? Ja, vielleicht wollen wir auch zu der mal ein bisschen gehen. Beziehungsweise wir können auch noch mal Gourmetfutter herstellen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr in Reserve. So, Mia kommt dann nach Hause. Ist Dingens noch da? Ist sie noch da? Wenn ja, wo? Ah, da ist sie, macht ihre Hausaufgaben. Okay, cool. Sehr schön. Dann können wir ja mit ihr vielleicht noch ein bisschen quatschen. Wenn sie jetzt nicht sofort geht oder so. Ich meine, es regnet. Ich würde es verstehen, wenn sie jetzt einfach reingeht. Wer will denn mit ihr tanzen? Ist die Frage. Na, ich glaube, einer von den anderen da. Wenn, dann möchte ich mit ihm zusammen tanzen. Oh, guck mal, wie wir jetzt hier ganz viele Leute auf die Tanzfläche gebracht haben. Amelie fängt an und die anderen folgen. Sehr cool. So. Genau, du machst das noch. Du kannst das, bis du ein Level up hast. Du kommst gerade nach Hause. Ja, da ist sie. Geht sie auf Toilette? Das kann ich mir vorstellen. Nee, sie geht nach oben. Okay, Moment. Dann würde ich gern lieber mit ihr reden. Nach Tag fragen, bitte. Nee, da können wir nicht reden. Sorry, aber du musst schon woanders hingehen als dahin. Oh nein, wo läuft sie denn jetzt hin? Meine Güte, Francine, wir wollen doch nur mit dir reden. Nach Tag fragen, bitte. Und dann fragen, ob sie hier übernachten möchte. Genau, das ist die Idee. Okay, wie geht's denn der Katze? Kann die Katze vielleicht mal hier hinkommen?
Na, ich mag ja Mias Outfit. So, ja, ich weiß, du bist traurig. Wie gesagt, das ist halt auch Leon. Der war so lange hier und alles. Wie sieht's bei dir aus? Du kannst eigentlich auch. Nee, du kannst ja auch mal irgendwie Aurora. Obwohl, nee. Du kannst einfach mal dein Nickerchen machen. Du kannst nach all dem auch dein Nickerchen machen und du dann eigentlich auch. So ist die Katze. Da ist die Katze. Nein, nicht irgendwo anders hingehen, bitte. Ach so, ja, der Kleine muss noch ins Kinderbett gebracht werden. So, können wir sie vielleicht noch ein bisschen kennenlernen? Wäre ja cool, wenn wir ein Merkmal von ihr kennenlernen würden. Oh, aber du möchtest sie vor allem küssen. Das ist so das, woran du gerade nur denken kannst. Verstehe, verstehe. So, wir wollten zur Katze, Sophia. Du solltest da gar nicht hochgehen. Nein. Wir wollten zur Katze. So, danke für die Einladung. Yay. So, du bringst den Kleinen gerade ins Bett. Sehr gut. Danach kannst du das auch mal leeren. Und ja, geh du eigentlich auch mal nach Hause. Wir haben zwar nur so die Hälfte geschafft, aber ja. Jetzt haben wir immer noch nicht das Geschlecht von dem Kleinen rausbekommen. Wir werden jetzt mal schnell nach Hause gehen, werden das mit David machen. Und dann sollte das passen. So, haben wir jetzt irgendwas von ihr rausbekommen? Nö. Können ihr mal ein Kompliment machen, flirten und sie mal küssen. Ich denke mal, Amelie sollte dann auch bald nach Hause kommen. So, wie geht's denn der Katze? Na. No. Dann können wir noch einen Schmatzer geben und sie streicheln. Und sie wieder absetzen. Und dann kannst du auch noch was zu Abend essen. Was haben wir denn noch? Ja, ein bisschen Herbstsalat vielleicht. So. Nochmal Händchen halten vielleicht. Ich glaube, sie ist da, oder? Ja. Okay, nachdem du das jetzt gemacht hast, eigentlich kannst du auf Toilette gehen schon mal. Ich will eigentlich nur die Zeit rauszögern, bis Amelie hier ist. Bis wir das mit Amelie und ihm machen können. Na, eine Katze. Genau, du kommst dann in den Stall gleich. Du solltest schon auch in den Stall gehen nachher. Du bist auch dabei. Und du bist auf dem Weg hier nach oben. Na, das ist doch mal was. Kannst eigentlich auch hier hingehen dann. So, ich glaube, jetzt können sie auch rumschmusen. Ja, sehr gut. Und ich weiß halt auch noch nicht genau, ob sie jetzt irgendwie da schlafen wird oder ob sie lieber so einen Schlafsack hier hätte. Deswegen packe ich ihr meinen Schlafsack hin. So, genau. Und jetzt kannst du mal, Amelie, kannst ihr mal einen medizinischen Rat geben? Charisma Level 8, sehr schön. Und dann kannst du auch mal schlafen gehen. Wir haben ja auch noch nicht das Level erreicht, ne? Naja, aber dann gehst du mal lieber schlafen. So. Und dann Geschlecht des Babys bestimmen, genau. Das würde ich gern machen.
Dann können wir vielleicht mal den Bauch berühren. Und horchen. So, jetzt sind wir mal gespannt. Und Amelie bekommt einen Jungen. Okay. Das heißt, ihr könnt gern Namen für ihr nächstes Kind, für den kleinen Jungen, da lassen, wenn ihr möchtet. würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da einen coolen neuen Namen für Amelie bekommen. Also für, nicht für Amelie, für Amelies und Davids Kind. Kannst du vielleicht auch noch irgendwie, kannst du mal fürs Saubermachen bedanken. Und zu seiner harten Arbeit gratulieren. Und dann können wir uns vielleicht nochmal verliebt umarmen. Und dann solltest du vor allem noch was essen, meine Liebe. Ist natürlich immer schwierig, dass die Küche hier unten ist. Unser Wohnzimmer und die Küche ist hier unten. Und die Schlafzimmer sind auf der anderen Seite des Grundstücks. Ist immer ein bisschen ungünstig, aber passt. Na. No. Genau, dann kann David nämlich auch schlafen gehen. Mia schläft schon, das ist gut. Und genau, dann schicke ich dich auch mal ins Bett. Ah ja, du bist ja auch noch hier. Dann kannst du mal aufräumen. Geburtstagsparty für Julian veranstalten. Heißt das, Julian wird bald ein Senior? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage das vorher kommt. Ob es 2 Tage sind oder ob es auch mehr Tage sein können. Aber ja. Yep, Leute, Julian wird bald ein Senior. Nein. Nein. Naja. Warum machst du denn hier draußen, Nickerchen? Du kannst einfach da in deinen Stall gehen, mein Liebes. Vor allem, weil du doch bestimmt eh irgendwie Angst vorm Gewitter hast. Im Gewitter stehen wird dir da nicht unbedingt helfen. So, du wolltest dir immer noch was zu essen holen. Dann schicke ich Amelie dann aber auch ins Bett. Und dann bin ich gespannt auf Namensvorschläge von euch. Ich hoffe jedenfalls, dass da ein paar kommen werden. Die nächste Folge habe ich dann auch wieder nach meinem Urlaub aufgenommen. Und kann dann mal schauen, was ihr für Ideen habt. Weil ich denke mal, nächste Folge oder übernächste Morgen, ich weiß nicht mehr genau, sollte dann auch das Kind kommen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Vergesst auch nicht, falls ihr möchtet, einen Namen für unsere hübsche, bunte Eule zu geben. Ich finde, die sieht so cool aus. würde mich auf jeden Fall auch freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.